So, wir betreten Hanamura und damit herzlich willkommen zu Let's Play Overwatch. Und ja, heute machen wir mal keinen speziellen Charakter, den ich mir heute aussuche. Wobei, wer ist denn Genji? Ah, es gibt neue Charaktere, die ich noch nicht probiert habe. Okay, wir probieren Genji. Ich habe mich gerade umentschlossen. Genji kann was? Was kann denn Genji? Drachklinge, tödliche Nahkampfwaffe, lenkt frontal eintreffende Projektile in deine Zielrichtung um. Was das auch immer helfen soll. Sturmschlag, Ausfall nach vorne, den Gegner blutende Wunden zurück, Kills setzen die Abklingzeit zurück. Okay, eins ist Wurfsterne, Wurfstärcher. Okay, lässt dich wenden, das ist cool. Aber ich bin ich gespannt. Schauen wir uns doch den mal an. Okay, damit kann man also ein bisschen, linke Maustaste ist ein wenig schneller boosten. Das sind die Wurfsterne, okay. Das sind alle drei. Und wie gesagt, was war jetzt, was man nochmal, was man reflektieren? Ich glaube, dass das eher... Ach, okay, wenn was kommt, kann ich so machen. Kann ich den machen und dann lenkt er den auf den Gegner oder so wieder zurück. Alles klar. Klingt ganz cool. Ach, okay, und eben das ist die Passiv. Dass ich da... Zack. Okay, probieren wir einfach mal aus. Habe ich getroffen. Yippie. Danke. So, aber ich nerv sie auf jeden Fall mal. Nein. Ich bin wieder zurück. Oh, der war fies. Okay, ich muss mich noch ein bisschen einspielen mit dem, aber er hat coole Fähigkeiten, wie gesagt. Außer man wird natürlich mit so einem Schuss aber sowas von weggemacht. Okay. Ah. Aber ich glaube, das habe ich gerade für gut Nerven gesorgt und den Gegner ordentlich nerven können mit der Attacke. Und dementsprechend ab zum nächsten Punkt. Ne, da komme ich so nicht rüber mit dem. Ah, hinter mir. Okay. Das ist natürlich doof gewesen, dass der da so hinter mir aufgetaucht ist. Easy Kill für ihn. Und schau mal, ob ich so rüberkomme, wie ich mir das gerade vorstelle, dass ich da rüberkomme. Über diese Schlucht. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, scheiße. Okay, der Kill hat mir zu viel Spaß gemacht, als dass ich meine Niederlage gerade schlimm fände.
Hatten sie natürlich auch die Glück, dass sie mich da sehen konnten. Ich sichere den Punkt. So, wir probieren es nochmal. Auf die fiese Stealthy-Art und Weise. Ah, immer der da oben, also der ist nervig. Und dem muss ich mich jetzt irgendwie noch kümmern, dass der da nicht so steht, wie er steht die ganze Zeit. Weil das macht er ja da in einer Manier, die schon sehr berechenbar ist. Oh, 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 mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut, mir geht's gar nicht gut. No, Ulti. Ja, schon mal so ein bisschen. Okay, es wird immer besser. Man nennt mich McCree. Ja, der ist da die ganze Zeit. Ah, okay, Nahkampfangriff, den sollte ich da ein bisschen besser timen als so oder einfach mal so versuchen, wild reinzuschwingen. Ist angekommen. Aber wie gesagt, der hat einen ganz anderen Style vom. Ich finde das ganz toll bei dem Spiel, dass der Style von jedem Spieler zu Spieler variabel ist und sich verändert und jeder so ein bisschen was anderes kann und das macht es einfach sehr, sehr aus. Das muss man sagen, wie es ist. So, jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Leben. Ah, hat sie gerade geholt. Na, vielen Dank. Ist aber sehr lieb von dir. So, also es ist ganz schön aufwendig mit denen da. Wie man sieht. Oh. Ja, also man muss schon gut treffen und ehrlicherweise, ich bin jetzt nicht so der gute Aimer, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, also. Und gefühlt machen sie auch einfach nicht genug Schaden. Also selbst wenn man trifft, passiert da nicht so viel, wie ich mir das gern wünschen würde. Keine Angst, es ist nur ein kleiner Blitz. Kann dem vielleicht so ein bisschen. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ich nehme den Punkt. Wer ist noch dabei? Helden sterben nicht. Ich habe dich im Visier. So, jetzt ist der. Jetzt hat er da seine. Und wir nehmen den Punkt weiterhin an. Logik.
Ach Gott, das gibt's doch nicht. Dass da immer noch so viele Leute und Hansel kommen. Aber wenigstens den einen noch mitgenommen. Das ist ja schon mal was. Und unterm Strich läuft's immer noch. Ach Gott, da ist er hinter mir gekommen. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt ärgerlich. Das war einfach schlecht. Gebe ich ganz ehrlich zu, dass er da... Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Und er, ich habe sehr wenig HP gehabt, wie man gesehen hat. 6 Punkte für meine Zerstörung ist dann sehr, sehr überschaubar. Ich hatte mir auch gehofft, dass ich dieses Health Pack bekomme. So, da haben wir mal wieder den Drachen. Okay, wenigstens mal eine. Und nun nochmal das Ganze. Und jetzt probieren wir es noch mal einmal aus. Ah, gibt's nicht. Ich glaube, der ist dann nochmal mit der Ultimate rein. Der... Ah, schade, ich hatte mir gehofft, ich kann hier den Durchgang so lang blocken, bis da der Gegner, oder bis wir gekillt, oder bis wir durchgekommen sind. Highlight des Spiels, das könnte sogar er sein jetzt am Schluss. Nee, das war doch eine andere Szene. Nee, das war sogar die Szene, das habe ich, wie ich mir gedacht habe, da hinten hat man nämlich gerade mich in der Ecke gesehen. Naja, schade, aber... Trotzdem, sehr gut. Ich hoffe, euch hat der neue Charakter mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.